Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken und heute geht's wieder weiter mit Dark Souls 3. Ja, in der letzten Folge gab es einiges an Neuigkeiten und das betraf auch hier oben diese Kuppel im Feuerbannschrein. Und danke nochmal an Dr. Diabetes, er hat mir in der letzten Folge 1000 Sachen geschrieben, 1000 gute Tipps. Darunter war auch zum Beispiel das, was da oben in der Kuppel ist, das Krähennest. Und ich habe mir dazu angeschaut, was für Sachen man im Krähennest ablegen kann. Und dann sind das auch eine ganze Menge. Ich hatte nicht gedacht, dass es so viele sein könnten, weil ich bin der Meinung, dass in den anderen Teilen das nie so viel war. Und vielleicht wollten die Entwicklern das beim Abschluss der Serie so ein bisschen noch feiern. Geh mal ins Inventar, denn eine Sache habe ich mir rausgepickt, was ich machen werde. Und zwar geht es darum, dieses Siegbräu einzutauschen, was wir, glaube ich, benutzen können, wie da steht. Es ist ein einmaliges Item, also ein Gebrauchs-Item, was sich verbraucht, wenn man es benutzt. Glaube ich, nehme ich an. Und es stellt TP wieder her und stärkt vorübergehend die Kälteresistenz. Ne? Ich glaube, darauf kann man ganz leicht verzichten. Es war eine sehr schöne Reliquie, weil wir das von Sigvard bekommen haben. Aber die kann man, glaube ich, einsetzen. Unbedingt. Dann gab es noch einen Riesenbaumsamen. Ich muss mal schauen, wo man das, ob ich das habe. Riesenbaumsamen. Also das sind ja die Bossseelen. Moment. Riesenbaumsamen. Mir ist das bekannt, der Name, aber wahrscheinlich von den Vorgänger von Dark Souls 2 vielleicht oder so. Riesenbaumsamen, Riesenbaumsamen. Haben wir nicht. Nee, ich glaube, das haben wir noch nicht. Ah, okay. Dann ein Heimatknochen. Davon haben wir ja einige, 14 Stück. Und eine Blitzrune oder Uhr. Nee, Blitz. Was habe ich? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Blitzurne. Blitzurne. Ich glaube, das haben wir auch nicht. Ja, egal. Ich muss da nach oben sowieso. Der Dr. Diabetes hatte auch noch geschrieben, ich sollte hier mal durchlaufen. Ja, ich sehe da schon was. Und ich hatte mir schon vorgestellt, dass der Patches, der uns ja im Turm zugeschlossen hatte, dass der irgendwo hier sein könnte. Und na, wer sagt's denn? In der hintersten Ecke hat er sich verkrochen. You're alive. Now hold your horses. Let's have a nice talk about this. I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it though. Not one bit.
you get these urges, running the business and all, and I hate myself for it, I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Okay, wenn ich ihn nicht vergebe, dann kämpfen wir wahrscheinlich. Ich vergebe ihn, weil ich kenne das so aus den anderen Teilen, dass er dann zu einem Händler wird. Oh, fantastic. A wily second chance. Oh, I knew you'd understand. I just knew it. The heart of a lion. A model for the rest of us. A true friend. Forever. Ja, genau. Ich meine, man kann ja ihn ja immer noch töten. genau. Ah, ich spreche ihn nochmal. The slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little dead. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still standing. Wen haben wir kennengelernt? Eine Ratte? Ah, I see you've made Greyrat. Greyrat. Rodent. But he did me a good turn back in Lothric. Im Kerker von Lothric. Doubtless I should do something about that little dead. Well, maybe not. Well, I hardly believe. Okay, Geralt, ich weiß gar nicht, wen er meint. Mal schauen. Schwarze Lederrüstung. Hufeisen verstärkt Tritteffekte. Ja, das ist genau der Ring für Patches. Der unzerstörbare Patches liebte diesen Ring und das Gefühl, das er ihm gab, wenn er seine Ziele tief in heimtückische Fallen trat, dass er sich so sehr auf seine altgewährte Methode verließ, brachte ihm allerdings einiges an Spott ein. Aber wer hat am Ende das Lachen? Das Pferd, das nur zu treten weiß, oder der Narr, der sich dem alten Ross von der falschen Seite nähert? Ja. Und das ist, glaube ich, seine Sachen. Und die von Siegfried. Ich verstehe gar nicht, dass er die hat. Ach so, ja klar, er hatte sich ja kostümiert. Wie in der Kathedrale, genau. Da, wo diese Riesen waren. Und hier haben wir Feuerbomben. Die kann man auch ins Nest legen. Wir beide Varianten. Glut. Okay. Can't find anything you like. Noch nicht. Nee. Well, you could try looking a little harder. Alright. Ja, ich werde so ein paar Sachen aus der Liste von Dr. Debetis mal abklappern. Und da steht übersetzt Poco Poco. ach so, was ich mich auch das letzte Mal gefragt habe. Im Innern der Kuppel, da scheint ja dann das Licht, gibt da so einen Lichtstrahl in die Mitte rein. Und da sprechen sie dann auch. Ich habe mich dann gefragt, ob man da auch was hinlegen sollte. Aber gut, dann versuche ich es mal hier als erstes mit dem Siegbräu. Wie macht man das? Auf OK, zurück, Gegenstand, Info anzeigen, Wechsel, Kategorie wechselt. Also ich möchte es nicht benutzen. Ah ja, ablegen. Gut, außer so müsste es sein. Zurücklassen, ja. Pumperum, pumperum.
Bumperum! Bumperum! Ganz hysterisch. Okay, stand neben Sonnenrüstung. Yes. Wow. Sehr schön. Wir alle haben ja schon bestimmt schon gehört, dass für die Nintendo Switch so eine Figur herauskommen wird, und die ist schon ausverkauft. Auf Amazon gab's die, konnte man sie vorbestellen, aber jetzt kriegt man die, glaube ich, nicht mehr. Die Rüstung gehörte zum Standardausrüstung der Ritter des Sonnenlichts. Das Symbol wurde vom Ritter selbst gemalt. Doch die Rüstung besitzt leider keinerlei besondere Kräfte. Ja. Ja. Dunkel. Aber trotzdem will man die natürlich haben, weil die eine sehr schöne Rüstung ist. Dann gab es noch den Heimatknochen. Den setzt sich auch ab. Ablegen. Eins. Herbeirufen. Eine Geste. Herbeirufen. Das hatte ich nicht gewusst, dass man eine Geste kriegt. Gegenstand nehmen, Aktion wechseln. Achso, okay. Eisenarmreif. Und das andere ist die Blitzurne. Ja, ist ja gut. Und den Riesenbaumsamen, das habe ich beides, glaube ich, nicht. Aber schön. Dieses. Ritter des Sonnenlichts. Genau. Dann, was hast du, Dr. Diabetes, noch geschrieben? Ich sollte hier unten, unter der Kuppel nochmal nachschauen. Da gibt's eine, was geschrieben, Illusion voraus. Also da gibt's eine versteckte Wand. Schaue ich doch mal glatt mal nach. Ich muss nur im Kopf so die Wege noch mal nachgehen, aber ich glaube, ich muss... War das nicht mit dem Aufzug? Nee, das... Doch. Oder? Doch, ich glaube schon, oder? Nee, mit dem Aufzug komme ich dann zu der Glocke. Nee, das ist falsch. Aha. Nee, das war zu der Glocke, zum Glockenturm. Da muss ich ja nicht hin dafür. Wie komme ich denn da rein? Warte mal kurz. Doch, das muss doch da unten sein. Ach ja. Das muss irgendwie... Genau. Irgendwie hier. Doch. Da ging... Es gab so ein Fenster. Das habe ich schon gelootet. Gab es doch ein Fenster hier irgendwie. Aha. Hier? Ja. Hier ist es. So, und... Irgendwo da gibt es... Eine... You
You. Me, Bickleby. Ja, das ist, was ich meine. Wahrscheinlich kann man hier genauso gut die Sachen hinlegen. So, und die Illusion voraus. Ich gehe mal von aus, dass das hier gemeint ist. Oh ja. Aha. Das ist natürlich der beste Versteck ever. Also darauf wäre ich nie gekommen. Hier dagegen zu hauen. Ach, wir sind über den Thron. Die Thronsaal-Dings. Ja, und was machen wir hier? Was gibt's denn hier? Ach so, ein versteckter Raum. Aha, Truhe. Aha. Okay. Und die Kette liegt nach hinten, also es ist kein Mimik. Es wäre jetzt auch ein Wunder, wenn es eine Mimik-Truhe hier im Feuerwandschrein gäbe. Silberner Schlangenring. Mal reinschauen. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Das ist der traditionelle Ring, um mehr Seelen zu farmen. Der war immer schon dabei in jedem Souls-Spiel. Okay. Ach so, da oben habe ich jetzt vergessen, was zu sagen, aber da ist natürlich der Patches da oben. Und ja, den haben wir ja schon gesehen. Dr. Diabetes, was hat der noch geschrieben? Was hast du noch geschrieben? Das mit dem Katzenring. Das hat er mir erklärt. Den kann ich nicht mehr bekommen in diesem Durchlauf, weil das da hatte die Frau mit der hellen Rüstung, schrieb er, damit was zu tun. Und diese Quest kann ich nicht mehr beenden oder weiterführen, weil ich wie hieß sie? Rosaria? Ihren Eid eingegangen bin oder ihr etwas geopfert habe. Deswegen konnte ich diese Quest mit der Frau in der hellen Rüstung nicht mehr weitergehen. Und bei ihr kriegt man wohl diesen Katzenring. Genau. Dann schrieb er noch, was gibt's da noch? Achso, die Aushöhlungseffekt hier oben links. Das hat er mir erklärt, dass das nur hässlich macht und man das aber wieder verändern kann oder vielleicht loswerden kann, diese Hässlichkeit. Dafür müsste man zur Abbruchreife Brücke gehen und dann da in dem Kerker nachschauen. Ja, was ich mal machen werde, nur aus Spaß und um mir das mal anzugucken. Ich weiß gar nicht, wo genau, hat er jetzt nicht genau geschrieben, aber dieser Kerker war jetzt auch nicht besonders groß. Ich glaube auch nicht, dass da so viele Gegner waren. Es gab Ratten und so weiter, aber ja, ich schaue mal da rein. Vielleicht ist es auch in den Kerkerraum selbst, wo diese Wunderheilerin oder Wunderzauberin drin war. So. Ja. Wow, beide gleichzeitig. Der kleine Furz hier braucht zwei Schläge.
Okay, also ich gucke erstmal oben in den Kerkerraum. Jetzt müsste man doch jetzt von hier hinkommen. Oh. Okay. Ja, ich glaube, von oben ist, glaube ich, fast der einfachere Weg. Hier kam irgendwie so einige Skelette und so weiter. Das ist, glaube ich, von oben müsste das kürzer sein. Ich muss da nur über die Brücke. Ja, genau. So. Nur mal eben über die Brücke. Alright. Okay. Ja, das ist der Kerker, der besagte. Weiß ich auch nicht. Tja. Das war's doch mit Kerker, oder? Ne, da ist vielleicht da hinten. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, welche. Ne, das sind die Skelette, ne? Und hier war irgendwas. Ach, das, ja. Ist das? Okay. Okay, das ist so ein Hammertyp. So, hat er denn schon Schaden? Ja. So, ich glaube, da war noch einer. Da ist er. Ach, da hinten. Stimmt, da war da vielleicht. Aha. Läuterung und Vergebung. Wurde nicht gesündigt.
Fluchtaufhebung kostet 4700 Seelen. Aushöhlungsumkehrung erbitten. Aha. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Aber, also wenn das nur der Hess des Optischen betrifft, dann brauche ich das nicht. Wer braucht das schon? Wo komme ich denn eigentlich hier wieder raus? Ach, bei dem Ratten. Ach so. Sag doch er. Das war natürlich dumm von mir. Okay. Dann hätten wir das abgehakt. Muss man ja alles mal sich angucken, ne? Und die Sache mit dem Finstergeist in den Katakomben. Das ist die erste Sache, die ich angehen werde. Denn das will ich wirklich nicht verpassen. Dr. Debetis, du hattest ja geschrieben, dass dieser Finstergeist, wenn man ihn besiegt, er uns im späteren Verlauf als Hilfe bei einem Boss zu Hilfe steht. Und deswegen mache ich das auf jeden Fall. Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich hier noch irgendwas machen wollte. Nee. Ich war in der letzten Folge, war ich ja gestorben bei einem neuen Boss, den ich gefunden hatte. Moment, ich glaube und ich... Moment, als erstes hatte ich nicht einen Knochensplitter gefunden? Nee, hatte ich nicht. Na gut. Und zwar... Ja. Und zwar, was wollte ich sagen? Irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Genau, dann nehme ich mal eine Glut zu mir. Benutzen. Glut wiederhergestellt. Und jetzt habe ich die Glut und müsste auch... Wow, meine Lebensleiste ist so lang. Obwohl ich erst in Anführungsstrichen 20 Vitalität habe, aber in den anderen Souls-Spielen war die mit 20 noch lange nicht so lang. So, genau. In den Katakomben dann rein und dann mal schauen, wo dieser Finstergeist sich auf rumtreibt. Genau, ich war bei dem letzten hier in diesem Gebiet, in der Katakomben, dann in einen Bossraum reingestolpert, wo ich noch gar nicht hin wollte. Wollen wir oder so. So. Jetzt müsste ich hier irgendwie ein Finstergeist finden. Vielleicht hätte ich das anders machen sollen. Ich hätte vielleicht erstmal das Gebiet leer machen sollen, bevor ich die Glut nehme. Oh. Ja. Denn hier gibt es ein paar Gegner, die nicht ohne sind. Shit, 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 shit. Glaube ich, zwei von diesen. Da ist der andere. Den könnte man auch gut von hinten, glaube ich,
Ups. Nein. Yep. Oh, das war ja gut. Ja. Genau. Ich habe mich da wieder auf den Schalter gekommen. Ach so. Die kommen ja auch gerne ein zweites Mal alle wieder. Diesmal habe ich nicht. Der auch nicht. So, und da hinten war der Typ mit den... Gut, hier gab es einen Schalter. Das darf ich nicht vergessen. Da ist... Mr. Skelett. Und tschüss. So, wo ist der Typ mit dem Hut? Ist der weitergezogen? Ich glaube, der stand normalerweise hier. Ach nee, hier ist er. Okay. Also dann. Und tschüss. Vielleicht kann ich den da hinten auch treffen. Ja, endlich haben wir Ruhe. Ah, shit. Was macht der? Weit weg, ne? So, ja, wo ist denn der Finstergeist? Ich glaube, ich könnte mal da runter gehen, um nach ihm suchen. Er sollte ja hier irgendwo in der Nähe erscheinen. Diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Ah, come on. Thank you.
Aber hier fallen ja die Dinger von der Decke. Tja, muss ich jetzt da durch? Das war so ein Scheiß, schon eine Scheißecke mit so ekelhaften vielen Gegnern. Da ist er schon. Dann lass uns mal nach oben gehen. Hier haben wir freie Platz. Kommst du? Ja. Ritter schlechter Zrorik. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Wow. Oh, 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 oh. Oh, der hält viel aus. Ja. Wow. Nein. Ach! Oh je, 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 je! Nein! Ja, tut mir leid. Finstergeist zerstört. Mein Dank. Ring des Ritterschlechters. Ja, das ist der Vorteil, wenn man sich heilen kann, ne? Er war natürlich der bessere von uns beiden. Aber ich konnte mich heilen und er nicht. Ich habe mich viermal heilen müssen. Puh. Nein. Ich wollte da mal die neuen Gesten mir angucken. Gebet. Welche waren das denn? Herbeirufende war neu. Hey! Oh. Und was war noch? Was haben wir jetzt gekriegt? Gebet, oder? Ja, und außerdem, was war das? Ein Ring, glaube ich. Ein Ring, den hier. Ritter schlecht, dass Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Ring des Wilden Zorik, der wohl am besten als Ritter schlechter bekannt war.
Feinde verlieren beim Abwehren mehr Ausdauer. Vor langer Zeit führen Trorik gegen die Hüter einer alten Stadt einen blutigen Kampf. Er brannte die Ringe der Besiegten samt ihrer abgetrennten Finger als Trophäe zurück. Das ist mir neu, dieser Effekt. War da noch irgendwas? Ich glaube, da waren zwei Items. Ja. Aber gut, dann sind wir jetzt hier durch mit der Liste von Dr. Libetis. Danke nochmal. Super Sache. Ja, ich glaube, ich bin hier durch. Aber mit 4 Estos komme ich nicht wirklich weit. Allerdings. Doch, ich gehe mal ans Feuer. Weil diese ganze. Das, was ich jetzt hier freigelegt habe, das können wir uns sparen. Also da müssen wir jetzt nicht nochmal hin. Und zwar laufe ich jetzt hier durch, um zur Hängebrücke zu kommen. Genau. Nein! Oh, war das dumm. So, dann gehe ich jetzt einmal hier über die Hängebrücke. Jetzt schaue ich aber, was die Skelette da machen. Und sie kommen. Ah! Und tschüss. Es haben einige sind abgestürzt, ne? Ich habe das nicht so ganz gut sehen können. Genau, und hier ging es zum Boss, wo ich gestorben bin. Da. Ist ein Kelch, so ein Altar mit einem Kelch, und den muss man dann berühren. So wie es aussieht, muss man den nochmal berühren, um zu diesem Boss zu kommen. Das lasse ich jetzt aber, weil es gab einen anderen Weg, und zwar hier die Leiter runter. Ne, Leiter, also die Hängebrücke, besser gesagt. Und dann gab's hier um die Ecke da noch einen Raum mit so einem Feuerdämon. Oh, Mimik. Die Kette ist nach vorne. Okay. Dann würde ich sagen, bevor man sich die Mimik holt, lege ich mal eine Feuerschadensminderung. Gut, der kommt doch nicht hier hoch, oder? Nee. Der Feuerdämon schafft das nicht. Und wie sieht's mit Feuer? Oh. Feuerabwehr sieht ganz gut aus, glaube ich. Die sind besser, aber viel schwerer. Ne, ich glaube, das ist ganz gut. Das lasse ich dann. Jo, dann würde ich sagen, probieren wir den. Ja. No.
Skelette auch noch. Okay, der Skelett ist weg. Boah, Skelett ist wieder da. Kann sich da mal entscheiden. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Seele eines Dämons. Jo. Scimitar, ich glaube, das haben wir schon. Jo, nicht schlecht. Als Miniboss. Auch ein Gegner, den man in Dark Souls 2, jedenfalls in den vorherigen, wo ist der Skelett? In den vorherigen Teilen als echter Boss hatte da unten. Jo, da geht's weiter runter. Ach, hier ist noch einer, der nochmal kommt. So, das heißt, ich gehe mal zu der Mimik, zu der Truhe, zu der falschen Truhe. Da ist auf jeden Fall eine, weil man erkennt das daran ganz leicht, dass die Kette nach vorne ist. Ja. So, bei denen muss man echt ein bisschen aufpassen. Verträgt einiges und verpasst richtig viel Schaden. Oh, jo. Jetzt muss ich mich heilen. Sonst bin ich beim nächsten Treffer, wenn sie landet, erledigt. Na komm. Oh, fuck. Schwarzklinge. Ja, hier, das haben wir zweimal. Schwarzklinge. Sah aus wie eine Katana oder so. Da. Ein kurzes Katana des Schwertkämpfers und erlesenen Gastes des Hochfürsten Wolnir. Die schwarze und glänzende Klinge ist dick, aber kürzer als die normale Katanas. Der Kämpfer war meistens eine seltene Technik, was sich im schweren Angriff mit dieser Waffe zeigt. Das muss ich mir alles mal in Ruhe studieren. Mal anschauen, ob ich da irgendwas Nützliches für mich finde. Mittlerweile habe ich ja schon einiges gesammelt. Okay, kommt mal hier rauf.
Der kommt wieder. Kommt, glaube ich, auch wieder. Komm alle noch mal ein zweites Mal, komm. Wir sind doch bestimmt noch mehr, ne? Große Titanitscherbe. Kommt auch noch mal. Kriegt alle noch eine zweite Chance. Oh, was war das denn? Ich habe keine Animation gesehen, der noch mal aufgestanden ist. Der nächste. Zwei. Ist er tot? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wir sind ja an sich sehr leicht, aber in der Menge sind die natürlich dann auch tödlich, wenn die alle gleichzeitig kommen. Ne? Und die stehen alle nochmal auf, ein zweites Mal. So. Irgendwo noch was? Ich glaube, das haben wir jetzt. Okay, dann geht's hier runter. Da lockt der Loot. Das Loot. Ah, ein Feuerchen. Aha. Und hier sind wir sicher. Augenbinden des alten Weisen und Hexenring. Verstärkt Pyromantie enorm. Mhm. Interessant. Achso, und diese. Das. Für Magie und so weiter wahrscheinlich. Pyromantie. Mhm. Ach ja, das trägt der Händler im Feuerbannschrein ja auch, der Pyromant. Der Pyromant, nicht der Händler. Wo geht's denn hier hin? Mhm.
nicht sehr vertrauenswürdig. Moment, ich kann mich ja hier ans Feuer setzen. Habe ich da irgendwas gehört? Ach so, mein Timer. Ja, 22.000. Ich guck mir das nochmal genau an. Das sieht mir... Ach, Schwellen der See. Ein neues Gebiet, also. Was? Nee, das... Das lasse ich jetzt erstmal. Ja, die Zeit ist auch um. Aber, was wollte ich sagen? Achso, ja, oben ist noch dieser Boss, dieser optionale anscheinend. Den mache ich natürlich auch. Das nächste Mal. Und... Wollte ich noch? Konzentration. Ich habe vergessen. Irgendwas wollte ich sagen. Aber keine Ahnung. Ich reise noch mal zum Feuerbandschrein. Setze dann gleich die Seelen ein. Verwaiste Gruft. Und... Ja, im nächsten Teil werde ich mich dann um Volnir kümmern. Da hat Dr. Diabetes mir geraten, nicht im Nebel zu stehen. Ich kann mich an keinen Nebel erinnern. Das ging alles so schnell. Welcome home, speak. Heile das dunkle Siegel, was auch immer very das well. Ist. Then touch, take Nari. Und ich gehe, glaube ich, nochmal auf Stärke. Oder? Achso, ich wollte ja hier die Intelligenz mal austesten. Aber erstmal nicht. Erstmal gehe ich nochmal eins auf Stärke. Ja. Und den Rest muss ich mir noch überlegen. Gut, Leute, dann sage ich euch danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.